Regieis gefangen. Das war Nummer 1. Kümmern wir uns jetzt um Nummer 2. Dazu brauche ich... Ich brauche die meine... Ach. Bad Lavastadt muss rein. Bitte im Hyperspeed. Dauert mir zu lange. Das hat schön an dem Emulator. Ich mache einfach mal Hyperspeed, weil es geht doch. So, ich nehme jetzt mal Regieis mit. Und Kapilz nehmen wir auch mit. So, ich brauche nämlich jetzt gleich zwei Fähigkeiten. Das erste ist Zertrümmerer. Ja, Regieis, komm. Ohne Quatsch, das kannst du jetzt auch mal lernen. Ich brauche Regieis eh nicht. Ich trainiere ihn nicht. Und das zweite ist Blitz. Die brauchen wir auch. Klar, Regieis kann keinen Blitz lernen. Nochmal Gigasauger weg. Keine Angst, Gigasauger brauche ich nicht. Das ist vorher bestimmt. Schutz wirkt nicht mehr, okay. Ah, wir kommen jetzt zum zweiten. Guck dir mal die Spezialverteidigung an. Wow. Uhu. Der zweite von den dreien ist hier hinten in der Wüste zu finden. Und zwar ist das Regirock. Und Regirock ist da und ich glaube, wir waren eigentlich in der Wüste richtig drin. Wir waren gar nicht in der Wüste richtig drin, glaube ich. Egal. Topschutz, danke. Das kann nicht sein. Ja, dann komm. Oh Mann, guck mal, Regentanz. Die Animation nicht an. Duran, hast du vergessen? Ha, es regnet. Loser Haufen hier. Gut, okay, kümmern wir uns jetzt hier unten drum. Ich mache aber für das nächste Mal. Mach die Option wieder ein. Ja doch, lass einfach mal ein. So, Regirock. Wir lesen, was in der Tafel steht. Und an der Tafel müsste stehen, wenn ich richtig habe, zwei nach links, zwei nach unten und den Zertrümmerer einsetzen. Tada! Da haben wir Regirock. Gut. Bei Regirock machen wir einfach das gleiche wie gerade. Auf geht's. Regirock. Verzeihung. Sagen wir mal gucken. Hält Regirock einen Knirscher aus? Wow, roter Bereich. Perfekt. Besser können es nicht laufen. Gut. Dann auf Altaria geswitcht. Das mache ich jetzt wieder im Hyperspeed, weil sonst haben wir ja hier nur wieder den gleichen Kram. Und Gesang. So, Regirock pennt und wir machen jetzt die einfache Variante. Ich save setze jetzt hier noch einmal. Damit ich mir das ganze Desaster ersparen kann, was wir gerade gehabt haben mit Regieis. Jetzt guck mal einer an, jetzt guck mal einer an. So geht's natürlich auch. Zweiter Ball, Regirock drin. Regirock Steingipfel. Aber Regieis steht übrigens Eisberg, egal. Regirock besteht nur aus Steinen und Felsen. Falls Teile seines Körpers im Kampf davonfliegen, repariert er sich selbst, indem er einfach neue Steine hinzufügt. Voll cool. Verzeihung. Damit hätten wir das zweite legendäre Pokémon. Das zweite von den dreien hier. Und als nächstes müssen wir für das letzte... Oh, Seegrasulp. Und für Seegrasulp brauche ich ein Blitzpoke. Ja, das ist okay, hab ich dabei. Und weil ich gerade Regieis dabei hatte, nehmen wir jetzt Regirock mal mit zum Angucken. So. Regirock.
Gestein. Hat eine sehr gute Verteidigung. Steinwurf, Flugkraft, Koloss, Antikraft. Ist an sich auch nicht schlecht. So, und jetzt gucken wir mal weiter. Ich weiß gar nicht, ob mein Schutz noch aktiv ist. Dann werden wir den mal aktivieren. Alles klar, Glück noch. Können wir auf mein Bike steigen, geht auch. Wir müssen gar nicht weit fahren bis zu Registeel, dem letzten der dreien. Der war nämlich da oben. Da waren wir schon mal. Und das ist hier. So, bei Registeel hin. Müssen wir bis in die Mitte gehen. Ich glaube, das ist hier. Und Blitz einsetzen. Yeah. Da ist er. Registeel. Der dritte im Bunde. Es gehört nicht so viel Safe State, egal. Nochmal speichere. Magnet macht wieder den Anfang. Da ist er. Registeel. Das starke Pokémon. Okay, das ist nicht effektiv, das ist okay. Hält er noch einen aus? Ja, es läuft. Gut, genau wie gerade machen wir es jetzt auch wieder so. Altaria kommt rein. Einmal Gesang. Nein, du musst auch schon treffen. Nochmal Gesang. Ich sagte Gesang. Altaria, mach jetzt. Och, sag mal. Ach, was ist das denn? Okay, Moment. Bevor ich nachher keine AP mehr habe, mache ich hier den Safe State. Das ist mir zu blöd. Sieh doch mal an. Ich treffe nicht mehr. Na, endlich. So. Mein Gott, nochmal. Jetzt werden wir erstmal Hyperbälle werfen. Das kann ja nicht wahr sein, ey. Komm rein. Er macht sich zumindest. Er macht es mir schon mal nicht so schwer. Hyperbälle. Ach Mann, ich hab's schon drin gesehen. Nun gut. Zumindest haben wir jetzt den letzten der drei Regis vor uns stehen. Und dann kümmern wir uns doch mal. Der One-Turn-Sleep, super. Dann bin ich gerade überlegen, ob ich dann die nächsten legendären Pokémon mache oder ob ich mich um jemand anderes bemühe. Obwohl der vielleicht den Abschluss bilden sollte. Ja, Registeel, wir haben es verstanden. Du bist eine Nervensäge. Wenn Gesang nicht jedes zweite Mal daneben gehen würde, oder wäre es auch gar nicht so ätzend, ey. Metallklaue kann er noch, okay. Ja gut, bei den Pranken, die er hat. Aber hier geht es ja noch. Registeel hat ja in den kommenden Generationen einen sehr fragwürdigen Auftritt, indem er seinen linken Arm hebt, was hier früher in Deutschland viele Menschen getan haben. Gut, das war der andere Arm, aber... Da muss man aufpassen. Ich weiß auch gar nicht, wurde das hier zensiert oder hat man das so drin gelassen? Aber ich weiß halt gar nicht, ob man den extra geändert hat. Und wenn Altaria jetzt gleich stirbt, ist mir das egal. Dann werde ich einfach Safe State laden. Nichts passiert. Das kann nicht wahr sein. Alles klar. Registeel ist gefangen. Registeel Eisen. Sein Körper ist härter als jede andere Art Metall, da das Metall aus geheimnisvollen Substanzen besteht. Es ist nicht nur fest, sondern schrumpft und dehnt sich auf. Cool.
So, Regis Stil ist aufgefangen, das heißt, die drei Regis haben wir. Das waren sogar die leichteren, meines Erachtens nach. Im Vergleich zu dem, was jetzt kommt. Gut. Als erstes mal geht's nach Graphitport. Alles im Hyperspeed-Modus. Denn wir brauchen den normalen Speed nicht, die Story ist durch, wie schon gesagt. Ablegen müssen wir jetzt nur Regirock. Mitnehmen müssen wir Voltenso. Und angucken tun wir uns auch nochmal Registil. Pur Stahl. Nicer Typ. Gute Verteidigungswerte beidseitig. Schon gelegt. Metallklaue, Fluchtkraftkurs und Antikraft.